Hallo, ich bin der Vorgängermensch, und ich gelte als der älteste Hominide in Europa, da ich ursprünglich aus Afrika stamme. Ich bin auch der letzte gemeinsame Vorfahre des modernen Menschen und des Neandertalers. Ich habe vor etwa 900.000 Jahren gelebt und meine Art ist ausgestorben. Die meisten Individuen waren zwischen 160 und 185 cm groß, wogen zwischen 60 und 90 Kilogramm, hatten ein robustes Äußeres und wiesen archaische und moderne Merkmale auf, was auf einen evolutionären Mix schließen lässt. Mein Gehirn war mit 1000 Kubikzentimetern kleiner als das eines heutigen Menschen mit 1300 Kubikzentimetern. Ich war vielleicht die erste Hominidenart, die Tierhäute als Mantel trug, weil ich kalten Wintertemperaturen ausgesetzt war. War ein Nomadenvolk und lebte von der Jagd auf Tiere wie Stiere, Bisons und Hirsche. Er war auch ein opportunistischer Räuber und sammelte Obst und Gemüse. Sie lebten in Gruppen von 40 bis 50 Personen und hatten eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren. Die Jagdwerkzeuge waren sehr einfach und bestanden aus Knochen, Stöcken und einigen Steinen, die auf rudimentäre Weise bearbeitet wurden. Sie entwickelten sehr rudimentäre Malereien mit Mischungen aus Schlamm und Blut. Für weitere Geschichtsvideos besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung. Nächstes Video, Neandertaler.